Mit Land auf, Land ab bin ich viel in der Natur unterwegs. Um mich immer wieder neu zu inspirieren, habe ich zusammen mit meiner Namensvetterin Nicole, die Outdoor-Profis Christa und Micho von Transa zu einem spannenden Abenteuer eingeladen. In der letzten Episode haben sie die Aufgabe bekommen, eine zweitägige Bergtour zu machen. Ausgerüstet mit den nötigsten Sachen haben wir sie losgeschickt. Wir werden sie im Hintergrund genau beobachten. Die Nacht haben sie draussen verbracht und jetzt sind sie im Einstieg. Der erste Abschnitt vom Klettersteig, ja, es war also schon noch gerade herausfordernd. Ein paar fiese Stellen, so für Nicht-Kletterer. Aber mal schauen, wie das weitergeht. Ja, ein bisschen Adrenalin ist schon ein bisschen gekommen, aber gut. Ein Fakt, klar, Fakt, ja. Das Problem war, es war zum Teil etwas überhängend und auch nicht so offensichtlich, welche Haken, so etwas schräg versetzt. Und das hat mich jetzt noch anspruchsvoll gemacht. Mein Herz pöpperlt und ich habe so etwas geschlöttert. Wenn es jetzt so weitergeht, muss ich mich also schon zusammennehmen. Ich bin gespannt, ja. Ich hoffe, ich kann es noch etwas mehr geniessen. Im Klettersteig ist eigentlich Teamwork alles. Also ich habe dich gefragt, wie hast du jetzt das da gemacht, weil ich hinter ihm war, ist das gut gegangen. Und hätte mir einen Tipp geben, wo der Fuß her tun. Ja, ich glaube, schon das Beiseln erledigst du gescheiter vorher. Erledigen. Und sonst, ich glaube, aus Mann ist das noch eins. Aber bei der Frau ist es ein bisschen schwieriger. Es gibt so Pibellas, die so in die Richter sind, wo man könnte. Aber da würde ich empfehlen, zuerst vorher ein bisschen üben daheim. Das Wichtige bei der Technik, also wenn wir mal die Sicherheit nehmen, dann ist es sicher immer wichtig, dass man immer nur einen Haken aushängt und sich umhängt in den nächsten Sektor. Und rein wegen Kraft einteilen ist einfach wichtig, dass man nicht alles aus den Hängen raus macht, dass es sich nicht verkrampft hat, sondern dass man sich auf die Beine konzentriert, dass man einfach gut hersteht. Und das braucht viel weniger Kraft. Sichern eben da mit dem Karabiner. Und dass man eben vielleicht auch schnell ein bisschen ins Gestellchen hocken kann. Also dass man die Arme ausschütteln kann, die Beine ein bisschen entlasten. In der nächsten Episode sehen wir, wie unsere zwei Outdoor-Experten den Klettersteig K4 Plus meistern. Ich kann einfach nicht neu in die Kamera lächeln.